Lass uns erst aufstehen. Naja, muss ich erst einmal die Tür aufmachen. Ja, servus, grüß dich. Grüß dich Gott. Ich habe heute ein paar Gäste mitgebracht, Herr Wabs. Herzlich willkommen im Tegernseer Hof, hallo. Ja. Servus. Wer seid ihr? Servus. Schön, dass ihr da seid. Danke schön. Sepp, danke, ich komme damit, weiß was das ist. Ja. Ah, Herr Wabs, die Bustouristik Scherzer. Grüß dich Gott. Hallo. Besucht heute mal den Tegernseer Hof. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ihr seid ein Geheimtipp am Tegernsee nach wie vor und wir wollen heute mal zeigen, warum ihr ein Geheimtipp seid. Ihr habt wirklich ein ganz tolles Lokal und alles miteinander beieinander. Gerne. Und das ist jetzt einmal die Frage, wie wir es angehen. Also ihr habt jetzt da einen schönen Biergarten. Genau, wir haben normalerweise haben wir da Bestuhlung, ganz normal wie unten auch. Schöne, richtig gescheinerte Biergartenbestuhlung. Die haben wir jetzt gerade umgebaut, weil wir ab morgen Oktoberfest haben. Das heißt, wir haben hier eine richtige Oktoberfest-Klappbank-Bestuhlung. Oh, das haben wir genau richtig da. Genau. Ja. Wie man hinten wahrscheinlich jetzt auch schon sieht, den Ausschankwagen, den wir zusätzlich brauchen. Und die Dekoration, da werden wir mit Sicherheit noch eine Runde gehen. Aha. Das ist jetzt so der Außenbereich. Dann haben wir hier unseren langen Clubtisch, okay, der gerne in Anspruch genommen wird. Oh, was habt ihr denn da alles? Das ist unser Salettl, das haben wir neu hergerichtet. Das war relativ runter gewittert. Ja. Das haben wir neu hergerichtet, haben hinten auch eine neue Bank komplett rund umgebaut. Das ist die längste Salettelbank am Tegernsee, die hat über 30 Meter, okay, ist sogar beheizt. Das, aha, heißt, wie man sieht, die ganzen Lichtschalter oder beziehungsweise Tastschalter, die dienen dazu, dass man dann eben auch im Dezember mal draußen sitzen kann und kann sich dann die Sitzheizung anschalten. Was ich jetzt da gleich sage, ihr macht es ab morgen erwiesen. Genau. Wenn ich das so sehe, schreibt es ja noch am Weihnachtsmarkt. Das ist richtig, das ist definitiv auch in Planung. Also wenn wir die Bestuhlung rausnehmen, dann können wir sagen, dass wir da verschiedene Stände reinmachen. Da möchte ich dann eben auch mit den Vereinen hier arbeiten, sei es jetzt Seegeister oder Feuerwehrler, dass wir mit denen miteinander und mit den ortsansässigen Betrieben eben zusammenarbeiten und sagen, wir machen hier oben Stände rein. Also das heißt also auch, der Tegernseer Hof wird in dem Jahr voraussichtlich einen Weihnachtsmarkt haben. Genau. Kleinen, genau, kleinen, aber ich finde das ideal dazu, also das schreit schon danach. Ja, jetzt schauen wir uns aber da herin um, was da alles ist. Genau, wir haben jetzt hier drüben den Restaurantbereich, beziehungsweise ganz hinten geht es dann weiter mit unserem Florianstüberl. Wir haben hier insgesamt um die 200 Sitzplätze, je nach Bestuhlung, je nach Corona-Lage, ja, sage ich ja mal. Haben wir hier den gediegenen Bereich, der eben auch für Festlichkeiten gerne genommen wird, wenn es ein kleinerer Rahmen ist. Hier vorne haben wir unseren Schankbereich. Das war früher, für die Leute, die es noch kennen, war das die Rezeption. Aha. Haben wir komplett umgebaut, eben mit einem Kelleranstich fürs Bier, für die Getränke. Und von hier aus bedienen wir quasi dann beide Flügel des Hauses. Das gute Augustinerbier. Das gute Augustinerbier und Hopf. Das sehe ich jetzt eine Rezeption. Genau, das ist jetzt. Hier im Haus? Wir haben momentan 18 Zimmer im Haus. Sind gerade in der Planung, beziehungsweise architektisch schon fertig. Jetzt geht es eigentlich darum, wann wir mit der Bauplanung anfangen. Wir wollen auf gut 50 Zimmer kommen. Aha, okay. Da haben wir noch genug Platz im Garten hinten für den Anbau. Genau. So. Dann können wir von euch jetzt in Zukunft neue Hotelbetten erwarten. Definitiv, auf jeden Fall. Ah, und das ist jetzt das Herzstück für Gruppen, oder? Das ist eben hier genau für Gruppen, für Busreisen, für größere Veranstaltungen, für Jahresfeiern und so weiter. Das ist hier unsere Schwemme oder Tenne dementsprechend. Das ist auch das neuere Abteil des Hauses. Das ist nicht so alt wie das alte Bestandsgebäude, was eben vorne an der Straße ist. Hier kriegen wir dann insgesamt, je nach Bestuhlung, zwischen 250 und 400 Leute rein. Oh, das ist schon mal eine Größe. 400, genau, rechne ich in Busse aus, von mir so mal 8 Busse fahren, oder? So schaut's aus. Ah, genau, ich habe immer was Schönes essen hergerichtet hier. Oh, servus, ja, nochmal. Also da haben wir eine Reise. Seid's, oh, habt ihr schon Weißwurst? Kriege ich da auch nicht. Ja, selbstverständlich, also, ich darf Platz nehmen. Da schau ich hin. Ah, nehme ich mal Teller. Herr Wops, gucken Sie sich an oder so? Ja, selbstverständlich, gerne. Und dann waren wir jetzt erst einmal Brotzeit und bedanke mich auch für das Gespräch, jawohl, jetzt erst einmal, den Empfang, danke, bei Ihnen. Wir wünschen Ihnen jetzt auch sehr viele Gruppen, weil die Räumlichkeiten sind ideal dazu. Immer und gern gesehen. Da, wo die Bustouristik Scherzer hinfährt, da ist meistens gut. Das können wir ja noch bestätigen. Das stimmt, genau. Also, pfiat euch, servus. Gell?